Ja, hallo und willkommen zurück zu Naruto Clash of Ninja, nicht Revolution. Gut, wir haben beim letzten Mal hier Oboros Challenge, ja, geschafft, sagen wir mal so, überstanden. Ja, und wir kommen jetzt zum nächsten Abschnitt der Story. Da kämpfen wir mit der schönen Sakura gegen die blöde Ino, ne? Oder so in der Art. Okay, gut, steigen wir einfach mal ein. Ich kann nicht so viel versprechen. Endlich beginnt die Schulenauswahlprüfung. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Sakuras Gegnerin ist ihre Kindheitsfreundin und Rivalin Ino. Wie wird es Sakura ergehen? Ja, mit Sakura bin ich jetzt, denke ich, nicht so der Hammer. Deswegen werden wir mal sehen, wie das hier wird. Das kann nicht sein, Sakura. Ich kann nicht glauben, dass ich gegen dich kämpfe. Ich werde nicht mehr gegen dich verlieren, Ino. Dasselbe gilt für mich, Sakura. Ich werde auf keinen Fall gegen dich verlieren, du Plakat-Tafel-Augenbraue. Du wirst dein blaues Wunder erleben, falls du denkst, dass ich noch immer dieselbe Heulsuse bin. Los, Ino, zeig mir alles. Freut mich, das von dir zu hören. Nun dann, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde alles geben, was in mir steckt. Ja, lecker. Gut, dass wir das jetzt wissen, Ino. Oh, ja, genau. Hier ist recht coole Musik, ja. Da hinten werden wir angefeuert, da hinten feuern uns auch alle bis auf die Oto-Nins an. Und eine Sache mag ich an Sakura, das sind hier die Wurfsachen, ja. Da ich ja Shuriken sowieso cool finde hier. Boah. Und Sakura kann da einfach mal ganz viele hintereinander werfen. Habt ihr eigentlich auch schon gesehen, als wir gegen sie gekämpft haben, aber da hat sie das nicht so oft eingesetzt. Und zack. Ja, ihr seht irgendwie, wir machen beide nicht wirklich Treffer, das liegt daran, weil sie sich blöd anstellt und ich es einfach nicht besser kann. Oh, schön, das war jetzt unsere Chance. Und einmal doll kratzen. Jetzt aber. Was war denn das? Okay. Das war saudämlich jetzt dadurch. Mann, ja. Ach. Weil sie irgendeine blöde Attacke macht und einfach über sie rüberspringt. Ich stand direkt vor ihr, ja? Zack, zack, zack. Das ist gut. Man kann das auch so ein bisschen verzögern. Ja, klar. Okay, da kann ich nichts machen. Da seht ihr aber nochmal seine, ihre Spezialattacke. Und ganz unfair, ja, mischt sich einfach dieser Fettsack mit ein. Und ihr seht, was das für einen Schaden macht. Ja, ich habe jetzt schon verloren und dachte, wir sehen... Die Shuriken fliegen echt ganz cool, wenn man das mit Sakura komplett auflädt. Ja, aber hilft jetzt auch nicht weiter. Wir verlieren jämmerlich hier gegen Ino die erste Runde, verdammt. Ja, freu dich ruhig, Ino, du blöde Tussi. Hä? Ino Tussi nennt sie sie doch immer, ne? Ach. Ja. Ja, ich gucke jetzt auch wieder Naruto Shippuden zur Zeit, aber ich glaube, Naruto muss ich, das ganz normale muss ich dann nebenbei auch nochmal gucken. Das sind ja auch, ist ja auch ganz interessant. Zwar nicht so cool, aber auch ganz witzig. Ja. Auch wenn das jetzt hier nicht so witzig ist. Jetzt haben wir auch noch so aufregende Musik, ja? Ja, sei ruhig sauer, Sakura, vielleicht bist du dann stärker. Ich frage mich auch, ob die irgendwie sowas eingebaut haben, dass wenn man häufig... verliert, dass dann irgendwie die KI oder sowas runtergesetzt wird. Oder ob das dann wirklich ist, weil bei Lee oder bei wem war das? Da kam mir das dann so vor, als ob es dann auf einmal leicht gewesen wäre. Ach komm. Das kann ich... Das kann ich eigentlich mal machen. Hat super gewirkt. Ja. Ist ja nicht so. Und sehr schön. Mann. Da hat er mal gesessen und dann sowas. Ach, jetzt mache ich aber auch zu viel Scheiße, ganz einfach. Ach, das war gar nicht gut. Nee, da wollte ich jetzt unbedingt immer die eine Attacke einsetzen und hab dann immer voll einen drauf geguckt. Blöder Gegner. Ey, komm. Das liebe ich ja. Ach, schön mal einen Treffer gesetzt und ich spiele erstmal. Mann. Voll daneben schlagen. Danke, Sakura. Genau das brauche ich jetzt. Ey, komm. Und sie wieder. Okay, das war's schon wieder. Also, wenn sie
Da kann ich auch nichts machen, da kann ich jetzt nicht jetzt irgendwie schnell ausweichen drücken oder so. Nein, da bin ich schon wieder tot. Ich töte mich jetzt. Ach, Mann. Also ihr seht, es wird verdammt schwierig. Und das schon auf Stufe 3, ja. Auf Stufe 4, da brauche ich nicht mehr davon zu träumen, die erste Mission zu schaffen. Also, nicht in dem Spiel. Gut. Also wären es vielleicht doch so um die 50 Parts hier, das Let's Play, obwohl ich damit jetzt nicht gerechnet hätte. Ja, wenn ich gar nicht mehr weiterkomme, dann muss ich vielleicht auch runterstellen oder sowas für manche Kämpfe. Blöde Sakura, der komme ich immer nicht zurecht. Ja. Hast du dich auch genug geärgert? Ist jetzt alles nur noch deine Schuld, was jetzt hier passiert? Weil die so komische Attacken hat. Die gibt sich immer zu viel Blöße, also wie man mit der vernünftig spielen soll, ja. Da ist es schon wieder vorbei, ja. Weil sie einfach in die falsche Richtung schlägt. Kann vielleicht auch meine eigene Schuld sein, ja. Muss ich dann in der Videoanalyse nochmal sagen. Aber solange ich schön Schuriken werfen kann, ist das, und jetzt noch, aber mal bitte. Und jetzt hier könnt ihr nochmal schön sehen. Ja, der hat gerissen. Vielleicht wird das ja doch mal was. Bam, boom. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Und damit habe ich das erste Mal gegen Ino gewonnen. Aha. Die erste Runde schon mal. Ach. Komm, jetzt noch mal ein bisschen Glück. Okay, jetzt muss da noch mal einer sitzen. Ja, klar. Willst du? Aber auch wenn ich jetzt ihr so keinen Schaden gemacht habe, ist sie dadurch über uns rübergesprungen. Und wir konnten... Mann. Und wir konnten... Mann. Ja doch, Mann. Okay. Mit so Attacken schon mal nicht. Ja, und das sollte es doch. Ey, wie unfair! Ey. Oh. Ich hab gewonnen, eigentlich. Ach, wie scheiße. Das ist doch echt beschiss jetzt hier gerade. Hm. Nee, so macht das keinen Spaß. Ja, wenn man eigentlich auch gewonnen hat. Okay, die Zeit ist abgelaufen, aber dann... Soll das Ino mal bitte auch passieren, ja? Wir kommen jetzt hier nochmal... Ja, Sakura, die springt aber auch. Bescheuert. Okay, ich bin immer noch hinten. Und ja. Nee, also das ist Kacke einfach nur. Sakura ist eine Scheiß-Charakter. Wird später auch nicht besonders besser. Kann ich einfach nicht spielen. Ja. Ich meine, mit Kakashi macht es ja wenigstens Spaß zu verlieren, ja. Kakashi spielt man recht gerne, aber Sakura, die ist einfach nur ätzend. Was die für Attacken hat, die bewegt sich ganz komisch. Und das, eigentlich fand ich das, wie gesagt, immer ganz cool, dass, mit den Shuriken, aber weil die einfach sonst nicht viel kann, finde ich jetzt persönlich. Okay, wenn ich dann noch die falschen Knöpfe drücke, ist das Ganze natürlich noch zusätzlich problematisch. Ja, wenn ich dann mal angreifen will, dann macht mich nur fertig. Oh. Ja.
Dann lasse ich mich jetzt einfach mal töten, dass sie nicht besonders viel Dingens bekommt. Hier Chakra. Ach. Ich versuche jetzt hier am Anfang einzusetzen. Den hier nämlich. Okay, gut. Wenigstens treffe ich sie mit meiner Spezialattacke recht häufig. Vielleicht sollte ich das versuchen, öfter zu nutzen. Und siehst du da, das ist einer ihrer starken Attacken. Und dann ist sie danach aber ewig so drauf, dass man sie ganz einfach angreifen kann. Das ist doch ätzend. Okay, gut. Den. Mann, den wollte ich jetzt eigentlich über die Zeit retten. Dass ich hier vielleicht nochmal eine Chance habe. Ja. Ach nee, das macht echt keinen Spaß. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Hier für diesen Kackkampf setze ich jetzt hier die Schwierigkeiten nochmal runter auf 2. Also, weil ich denke, ihr habt da keinen Bock drauf und ich habe da auch überhaupt keinen Bock drauf jetzt. Mann! Okay, Leute, der Part ist hier jetzt vorbei. Im nächsten Part stellen wir uns Ino. Ich habe noch Zeit. Jetzt versuche ich es noch einmal. Controller werden jetzt bei mir auf alle Fälle gefährdet, ja? Ich war eigentlich auch immer der Überzeugung, dass ich hierbei die Schlaufen von meiner Wii-Fernbedienung kaputt gemacht habe. Aber das geht ja gar nicht. Das Spiel kann man ja hier gar nicht damit spielen. Das muss ein anderes Clash of Ninja gewesen sein. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Sieht zwar anders aus, aber sie wird jetzt wahrscheinlich auch ihre blöde Spezialattacke versuchen. Also ich weiß nicht, wenn ich wüsste, wie man das gut einsetzt, dann hätte ich vielleicht auch eine Chance, aber nicht so. Ja, das schadet mir jetzt persönlich nicht so viel, aber ach, ist doch alles Kacke einfach, ja. Okay. Ja. Sie haut mir einfach eine. Ja, es klappt nicht mal das mehr. Ja. Also das ist eigentlich die Attacke. Das ist eine Attacke, die weit gehen sollte, ja? Die nach vorne B-Attacke. Und die ist bei ihr so eine kackkurze Attacke. Einfach widerlich. Ups. Ja, ich lasse mich jetzt hier wieder töten, dann mache ich sie hier doch. In dem Part noch fertig. So, jetzt nicht auf Start oder A drücken, Fabi. Nicht auf Start oder A. Ich nehme jetzt die Finger davon weg. Ja, das kann ich noch weg. Scheißen, Mann. So. Nicht Start. Ich drücke B und super. Nein, hier will ich nicht hin. Ich will hier hin. So. Ja, das möchte ich speichern. Okay, gut. Und zur verdammten Story rein. Ey, das ist ja... blöde Ino, ey. Jetzt verkacke ich hier und gehe aus Versehen wieder in die Story rein. Nein, das will ich nicht. Hier mache ich jetzt aber wirklich Ende. Das ist ein Durcheinander. Komplett am Anfang. Okay, gut. Ihr seht jetzt noch, wie ich Ino nochmal versuche. Jetzt hätte ich hier fast schon wieder A gedrückt, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob ich jetzt hier schon weit genug war. Okay, gut. Das interessiert uns alles nicht, was ihr hier labert. Eigentlich könnte man ja auch wohl mal den Schwierigkeitsgrad bitte da im Story, im Dingens, auswechseln, oder? Okay, super. Sie wird auf alle Fälle schon mal getroffen und guck mal, sie gibt sich ein bisschen mehr Blöße. Wir treffen mal. Wir treffen auch hier so mal, dann treffen wir hier so mal.
Also so einfach kann das Spiel auch sein, wenn man es auf Schwierigkeitsstufe 2 spielt, ja. Hier fliegt zwar wieder vollkommen woanders hin. Die Jungfrau lassen uns trotzdem noch treffen, weil sie einfach nicht hochspringen kann. Und zack. Ach nee. Hätte ich jetzt gedacht, sie wäre schon tot. Wow. Ey, ich kann ja einfach rausschneiden, wie ich auf Stufe 3 stelle, auf Stufe 2. Dann sehe ich auf einmal voll krass aus, weil ich sie voll fertig mache. Ja? Zack, genau, so sollte das eigentlich gehen. Der Dreier-Computer ist aber nicht so doof wie hier die Zweier-Computerin. Deswegen wird das auch nur hier was. Gut, hier ganz billig einfach mal die Haupt-Spezialattacke eingesetzt und den ganzen Scheiß hier einfach fertig gemacht. Ja. Da schnuppern sie sich nochmal an den Achseln, so wie es hier gerade aussah, aber nein, die machen was ganz anderes. Habe ich etwa gerade verloren? Ja, hast du. Wirklich, du bist so scheiße. Das ist unmöglich. Ich fange gleich an zu heulen. Ich glaub's nicht. Ein Unentschieden. Was? Das nächste Mal werde ich dich nicht einfach wegen Bewusstlosigkeit davonkommen lassen. Verstanden? Ach, und übrigens, noch werde ich dir Sasuke nicht überlassen. Das gleiche gilt für dich, auch wenn du, auch du wirst Sasuke nicht bekommen. Ja, Tatsache ist, ihr werdet ihn beide nicht bekommen, weil der Typ einfach abhauen wird, ja? Ich hoffe, ich verrate jetzt hier nicht zu viel. Ach, ist das nicht schön, Ino in die Schranken zu weisen. Ja, ich stelle hier wieder auf 3 für den nächsten Kampf. Jetzt brauche ich erstmal eine kurze Pause und Leute, der Part ist eh vorbei. Ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Naruto Clash of Ninja. Also, bis dann. Ciao!